Bam. Huch, was haben wir denn hier? Eieieiei, Gott, das erinnert mich an meine Kindheit. Das ist ja echt urig lange her, dass ich sowas hier gespielt habe. Kennt ihr das? Das ist 2002. Boah. Gott, ich weiß eigentlich nur noch grob, worum es ging. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier noch großartig jetzt machen. Boah, ist das eine scheiß Auflösung. Sven Bombwollen ist das, was man ein schwarzes Schaf nennt. Er ist der einzige Bock in Lars Einwickens Herde. Geht es nach dem Schöpfer und seinem Hund Wotan? Ein bisschen nordisch, ne? Ist der gute Sven zu nicht zu gebrauchen. Das sieht die Herde freilich ganz anders, denn obwohl nun wirklich nicht lammfromm, steht Sven doch in beeindruckender Manier seinen Bock. Das trägt nicht unerheblich zur guten Laune der wollüstigen Damenschaft bei. Doch wie das potente Nutztier es auch anstellt, keinem kann er's recht machen. Die verwöhnten Schafe machen mächtig Ärger, wenn Svens Zuwendungen zu lange ausbleiben und dem Schäfer und seinem übellaunigen Helfer Wotan und seine amorösen Eskapaden sowie sein Donner. Okay, ja, wir probieren erstmal einfach mal Start. Huch. Oh Gott. Hat der Hund Asthma? Ah, so kann ich mich bewegen. Oh Gott, da muss ich mich erstmal an diese Steuerung gewöhnen. Ah, okay, mit Leertaste pfeift man und poppt die dann. Okay, man darf sich also nicht von denen erwischen lassen, weil man soll die Schafe nicht beglücken. Eieiei, das ist, Okay, die geben aber relativ schnell wieder auf. Nee, warte, tu den Arsch so hin, dann kann ich noch lange... Hund, geh weg. Nein. Fuck. Gott, ich muss mir erstmal diese scheiß Steuerung gewöhnen, weil man geht ja nicht links und rechts, man geht ja so diagonal. Ach du Kacke. Ach, aber da oben kann man auch lang, das ist schön. Okay, ja, das ist ein bisschen durch, das Spiel, aber was soll's, ne? Ich wollte doch nicht in ihn reinlaufen! Fun over. Ich würde mal sagen, was mache ich jetzt? Oh, möchtest du wirklich schon aufhören? Nein, wir haben ja gerade erst angefangen. Sören, Dörte, Ole, Ansgar und Live. Sag mal, ist das irgendwie... Die Namen sind so... echt nordisch. Können wir den Hund vögeln? Oh. Der macht uns dann direkt platt. Ach so, in Pfützen gehen wir verloren. Oder, nee, wir haben kein Leben verloren. Also Pfützen sind so eine Art Teleport hier. Ah, tatsächlich, so eine Art Teleport. Oh, finde ich in Ordnung. Und das da oben rechts sind wohl die Punkte. Und oben links ist, wir haben auch nur noch eine begrenzte Zeit. Oh boah, das war aber wieder knapp mit dem Hund. Ich muss mich immer noch an diese Steuerung gewöhnen. Man darf die also auch gar nicht berühren, die Leute. Oh, da ist schon bei einem, ist da schon Regenwetter. Das ist wohl die Stimmung. Ah, man muss die nicht sofort, aha. Oh, die hätten wir fast. Also nur wenn... Nur wenn Sonnenschein ist. Nein. Der Herr Einnicken, der wird uns doch sicher auch verkloppen. Oh. Ah ja, die werden zum Teufel. Na, dann poppen wir die hier mal alle durch.
Oh, da haben wir erstmal einen auf die Glocke gekriegt. Der Hund versteht das einfach nicht. Kann dieser Hund nicht mal sich überziehen? Also die machen nichts. Die machen dann uns nur so kurz. Okay. Also wenn die uns treffen, so teufelisch, dann... Was ist das da oben eigentlich für ein Pilz? Kann man den einsammeln? Ich weiß nicht, ob der Punkte gebracht oder Zeit oder nichts. Na gut. Zum Glück ist der Hund so dämlich. Bam. Also diese Pfützen gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Jetzt schaffen wir es aber mal. Hier nun Arsch her. Uiuiuiui. Okay, das ist jetzt Level 2. Was ist das denn da unten für ein Pilz? Oh mein Gott. Jetzt geht's allen kacke. Na, das ist ja kacke. Wie schön, dass hier so viele Schafe sind. Weil, dann haben ja auch die da unten ist ein bisschen schwerer. Verstehst du? Weil die haben dann hier auch mehr Hindernisse, wo sie nicht durch können. Siehst du? Ich finde das so viel leichter. Der Hund soll sich mal nicht so stundenlang anstellen. Sag mal, ist es nicht normal, dass man die Schafe denn als Bock beglücken sollte? Aber eine ganz schöne Libido hat der Gute. Ich glaube, ich rede hier auch gerade gar nicht so viel, weil es hier doch ziemlich fordert. Also jetzt nicht der, ne, das Liebemachen an sich, sondern dieses sich nicht erwischen lassen. Ach ja, wie im echten Leben. Da versteckt man sich im Schrank und sowas, ne? Der Herr einnicken. Was auch immer die ganzen Pilze sollen. Wann kriegen wir eigentlich mal ein Leben dazu oder so? Weil es wird ja schon irgendwann nötig. Ja, ich habe das echt mal als Kind gespielt auf meinem Rechner. Damals war das noch eine tolle Auflösung, alles ganz neckisch. Aber es ist halt schon wieder 13 Jahre her. So. Nein. Dann halt nicht, du blödes Schaf. So, jetzt haben wir sie aber gleich. Nur wir dürfen uns auch gar nicht mehr treffen lassen. Na los. Ihr müsst nicht erst mit dem Arsch wackeln. Ja. Da ist jemand schon wieder durchgedreht da unten. Aber immerhin wechselt es denn die... Achso, wenn's die Laune zu schlecht ist, dann drehen die sich einfach nicht mehr um. Ja, nun wird's ein bisschen schwieriger hier.
Was ist das denn? Was war das denn eben? Da ging eben eine komische Musik und dann wurde er ganz schnell. Oh, da wurde gerade alles ein bisschen aufgehellt von der Laune her. Schöner wär's, wenn der Hund sich gar nicht mehr daran erinnert, was man getan hat, wenn man ins Wasser fällt. So zum Beispiel. Flupp und weg. Aber ich kann ja direkt hier oben weiter ficken. Ob ich das überhaupt auf YouTube machen kann, dieses Video? Ach, und jetzt merkt er erst, was ich eben gerade getan habe. Mensch, der Hund, der hat aber auch manchmal eine lange Leitung. Mann, gut. Nein, weg, der Wotan ist hinter mir her. Oh, und da haben wir auch gerade wegen guter Leistung ein Leben dazu bekommen, was uns aber im Moment auch ganz gut zu Angesicht steht. Und weg. Nein. Okay, das da oben sieht eher aus wie ein schlechter Launepilz. Bam, so langsam werde ich hier richtig gut im Vögeln. Das ist alles Übung. Oh Mann. Wir haben hier aber auch tatsächlich eine niedrige Framerate, was sogar gewollt ist vom Spiel. Ich komme hier gar nicht höher. Ach, da hinten bin ich. Nun sei doch nicht so lange wütend auf mich, Hund. Was ist das denn da unten? Gibt das extra... Mist, hätte wahrscheinlich extra Punkte gegeben, die Meerjungfrau. Das Meerjungschaf. Na komm, Wotan. Zack. Weg bin ich. Komme ich da jetzt unten ran? Ja, nein. Oh, das war aber knapp eben. Ach, da oben kommen wir sonst nur noch hier oben raus. Oh, Mist, die Regenwetter. Ja doch, also der Pilz macht schlechte Laune. Und bei schlechter Laune drehen die sich nicht mal mehr um. Na super. Hund, geh da weg, du blöde Stöhle. Blöde Stöhle. Spätestens, wenn das Schaf wütend wird da unten, dann rennt es ja in eine andere Ecke. Ah, fast. Ja, los, dreh dich doch. Du bist doch glücklich. Jo, Mensch. Auch hier am Anfang ist das ja alles noch schön leicht, wa? Und was macht das jetzt? Nichts. Das geht ja schnell. Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber auch eben schnell. Ja, dann sind wir jetzt gerade relativ gut, wa? Oh, meine Fresse, regnet's hier Leben. Und der Hund, der kriegt sich gar nicht mehr ein. Ich glaube, der ist einfach nur eifersüchtig. Der würde auch gerne mal ein bisschen angenommen werden. Huch. Was ist denn Halleluja? Darf ich jetzt, kann ich nicht sterben? Also, ich hoffe mal. Ist aber sowieso schon wieder vorbei. Wie schön, dass der Hund so dämlich ist. Genau, dreh du deinen Arsch schon mal so hin, dass ich da auch ankomme. Ach so, und wenn die Schafe gerade explodieren, dann ist der Hund wieder hinter uns her. Aber warum explodieren die Schafe, wenn sie beglückt sind?
Ich verstehe das nicht. Dreh den Arsch mal hier in mein Gesicht. Das war vermessen. Das war vermessen. Ich nasche nebenbei übrigens Schokolade. Zum Glück sind wir ein bisschen schneller und schlauer. Hund, du kannst mich mal hereinnicken. Weg da. Nein. Dreh den Arsch hierher. Schnell, 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 schnell. Das wird ein Quickie. Bam. Boah, ist ja voll hier die Weide. Was war das denn eben? Wie gut, dass der Hund random stehen bleiben muss. Jo, der Schäfer verkloppt uns auch. UFO? Ein UFO. Huch, es nimmt ein Schaf mit. Wohin auch immer. Was macht die andere nicht glücklicher? Nehmt ihr mir hier mal nicht meine Schafe weg? Lieber ein bisschen vorsichtiger und zweimal vögeln, als mit einem Mal Krabums und dann wird man verkloppt. Wie im echten Leben. Ja, ich fühle mich hier auch echt heilig und unschuldig. Wie immer. Wie gesagt, das ist echt wie im echten Leben hier. Das ist kaum zu glauben. Warum werden die Schafe entführt und wo gehen die hin? Kommen die irgendwie wieder? Was wollen die Aliens mit Schafen? Also so langsam habe ich, glaube ich, den Dreh raus. Was man hier darf und was man vermeiden sollte. Los, der Hund wird doch gleich wieder wütend. Ja, dann ab da oben in die Pfütze. Meine Fresse, das war doch schon sonnig. Was hat die da... das ist doch wohl... Finde ich sehr amüsant, muss ich sagen. Oh, jetzt bin ich wieder... Meine Güte, da kann man aber auch reinspritzen, so oft man das möchte. Das wird nicht besser. Unglaublich. Mann! So. Oh. Blumen machen gute Laune. Memo an mich selbst. Und man bekommt hin und wieder ein Extra-Leben. Wegen guter Leistungen und so. Das ist eine sehr merkwürdige Art der Kopulation, was sie da gerade getan haben. Und der Hund wird doch jetzt wieder... Genau. Er wird nur wütend, wenn die platzen da. Nein! Oh Mann! Mit Pixelgenauigkeit hat es das Spiel nicht so. Mach das doch nicht so mit dem Gesicht auf den Boden. Breath Control ist zwar auch manchmal nett, aber das dauert immer so lange. Nee, das wird kein Quickie da hinten. Dreh du dich schon mal hier mit dem Arsch her? Ach, das ist dem Schaf gerade egal. Oh Hund, geh mir nicht auf den Keks. Eifersüchtig bist, dann streck den Arsch raus und kriegst du das auch. Himmel. Okay. Ach, wir haben mit Leben im Moment genug. Ja.
Ja. Die nehmen wir mit. Was auch immer uns das bringt. Wahrscheinlich jede Menge Punkte. Oh. Himmelarsch und Sven, also das geht mir echt auf den Keks, dass das ja alles so diagonal ist. Jetzt brauchen die Schafe ja auch immer eine halbe Stunde, bis die mal kommen. Jo, ein bisschen mit der Blume cheaten. Da unten an die Meerjungfrau kommen wir gerade nicht ran. Wisst ihr, ihr könnt mich mal. Ich gehe jetzt hier erstmal wieder im Gebüsch von hinten ran. Das ist echt ein Spiel, das ist moralisch bedenklich, ne? Oh, da bin ich doch gut gelandet. Und das hat gerade nicht so viel gebracht. Och, Hund. Also diese langsame Art von Sex jetzt dauernd hier. Wir haben nur noch 36 Sekunden für drei Schafe und haben hier kaum Ausweich. Und das ist schon viel besser. Quickie. Weil wir haben nicht mehr genug Zeit. Siehst du, jetzt kann ich hier rennen, wie ich will. Das Spiel ist schon so ein bisschen verrückt, wa? Ich hätte mal so rennen könnte. Nein! Himmelarsch und Zwirn. Na schön. Aber die Schokolade ist übrigens sehr lecker, die ich hier nasche. Himmel, es ist doch nur noch dieses eine Schaf. Oh, der Hund geht mir so auf den Sack, glaubst du das? Also den hätte ich schon aufgefressen, das glaubt man. Ja, also. Das ist aber auch immer die gleiche Weide hier, ne? Mann, da war ich in der Sackgasse. Aber der Anfang ist immer so schön leicht, da kann man alles durchvögeln hier. Wisst ihr? Du kannst mich mal holen. Guck mal, jetzt bin ich hier hinten und kann wieder ungeschützt. Ich wollte gerade sagen, haben wir uns da gerade einmanö-dingst? So, dann gehen wir da mal weg. Da werden wir schon wieder bald verkloppt. Das geht schön schnell hier. Schubkarre. Ja, ich weiß gar nicht, was ich großartig zu diesem Spiel sagen soll. Vor allen Dingen, was ich während des Aktes hier so erzählen soll. Ja, das war ein bisschen Blümchensex. Nee, weil es ist schon echt, man muss sich hier schon ziemlich konzentrieren, damit man hier nicht abloost und so. Ach ja. Nee, aber das weckt echt alte Erinnerungen an meine Kindheit. Also weil ich es da gespielt habe, nicht weil ich da so umtriebig war. Oh,
So, flupp. Unsere kleine Rettung hier. Das ist echt manchmal lästig mit diesem Hund. Aber das ist ja auch die Schwierigkeit im Spiel. Ja, genau so. Na komm. Oh Mensch, das ging aber. Zügig. Und ich verstehe immer noch nicht, was diese Aliens wollen. Nein! Wo, ach, da oben bin ich. Das sehe ich manchmal nicht, wenn dieser dämliche dicke Einnicken da vor mir steht. Komm. Na komm, dreh deinen Arsch. Schnell, das kriegen wir noch hin. Sag ich doch. Ah, Regenwetter dreht sich nicht mehr um, oder? Doch. Ja, aber ging nur einmal kurz reinstecken und dann ist es schon wieder vorbei. Ah, schlimm ist das manchmal. Nein! Oh, Mann! Müssen wir wieder vorsichtig sein hier. Ja, meine ist nur noch ein. So, Abkürzung. So, das gibt sicher extra Punkte. Hoffentlich irgendwann auch mal ein extra Leben. Blume. Und unsere Rettung. Na Mensch. Von der Muse geküsst. So. Mensch, ich weiß gar nicht, welchen Level wir hier schon haben. Because of... Gründe. Weil meine Framerate-Zahl von Fraps im Moment genau da drüber ist, über der Levelanzeige unten rechts. Und ich mag jetzt auch nicht irgendwelche Knöpfe drücken, weil gerade alles so flüssig läuft. Ach komm, Hund, weißt du, geh kacken. Der ist doch nur frigide. Der hat da einfach nur ewig keinen Sex mehr und darum ist er auch so stinkig. Ja, was ist los? Kommst du da nicht dran vorbei, wa? Dummes Stück. Los, dreh schon mal. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Kann man da nicht verkloppt werden? Scheint so, ja. Kann man nicht. Aber ich will es ja nicht, ne? Auf einmal ist er denn gerade weg, wenn der Hund mich da nervt. Scheiß Wotan. Also der eigentliche Wotan, der Gott, der soll sich jetzt nicht beleidigt fühlen, das ist jetzt nur der Hund hier im Spiel, ne? Der mich so aufregt. Wir haben aber noch anderthalb Minuten. Dämliche Töle. Es war gut, dass der da eben gerade bellen musste. Nein! Und dann versperren einem diese dämlichen Schafe auch noch den Weg. Und die sollen sich mal nicht aufregen. Dann sollen sie ein bisschen kooperativer sein und mir alle schon mal den Arsch hinhalten. Dann wäre das auch nicht so schwierig. Wie gut, dass die da alle gerade nicht rankommen. Und ich nicht weg.
Aua. Scheiße. Ich muss da doch irgendwie wegkommen. Sonst habe ich verloren. Weg da, das war's, oder? Nee, wie gut, dass der Hund so dämlich ist. Oh. Ich habe aber auch echt unverschämtes Glück. Nein, ich will woanders auftauchen. Das ist in Ordnung. Ist hier echt nicht immer alles leicht. Ich darf mich jetzt halt gar nicht mehr erwischen lassen, weil ich gerade gemerkt habe, dass meine ganzen Leben schon wieder weg sind. Na komm, Arsch her. Weil diese Geräusche, die dabei immer entstehen. Oh, da haben wir wieder eins. Das muss doch ein Zeichen sein, dass es richtig ist, was wir hier machen. Miss. Hund, komm, wir haben die Meerjungfrau nicht mal, also wir haben da nicht mal drin gesteckt. Das ist echt gefährlich, wenn man manchmal einfach nicht weiß, wo man ist. Ja, die Schafe hier sind gerade etwas frustriert. Aber ich tue ja schon mein Bestes. Ja, gut, dass wir jetzt gerade so schnell sind. Ja, genau, und dann direkt in den Hund reinlaufen, weil wir mal wieder unkontrolliert spawnen. Hat halt auch ein bisschen was vom Glücksspiel. Genau, das spawne ich direkt 2 Meter daneben, wo ich in die Pfütze gehe. Geh mir nicht auf den Keks, so dämlich, dämlich töle, dass ich überhaupt was sehen kann. Was sagt der Richtige, wenn ich mal so an meine Frisur im Real Life denke? Hund, du kannst mich mal, du kriegst mich nicht. Ach, das war ein Verlangsamungspilz. Na, das ist ja scheiße. Ich würde ja auch gern schneller, aber ich komme noch nicht voran. Ich weiß ja, wie ich den Schäfer umbringen könnte. Oder den Köter, noch besser. Komm. Oh Mann, ey. Und der Hund geht, latscht auch immer trottelig in meine Richtung. Oh, oh. Das war's, ne? Wir verlieren heute nicht, oder? Oh. Fun over. Aber diesmal waren wir halt richtig gut, finde ich. Ja, und unsere amorösen Abenteuer gehen natürlich auch in der 2. Folge dann weiter, weil hier fängt es ja erst an. Es gibt ja mehr als nur einen Sven-Bomwollen-Teil. Es gibt ja 7 Teile. Ich habe mir die Gold-Edition geholt. Oder wie heißt sie? Sven extra scharf.
Und ich würde mal sagen, wir spielen alle 7 Teile durch. Aber erstmal können wir den ersten ja noch das ein oder andere Mal probieren. Mal gucken, wie lange uns das hier beschäftigen wird. Sind ja doch einige Vollversionen. Und das hier ist nur das Grundspiel, das erste. Na dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Tödelö.